Hi, ich bin's wieder, eure Fluffy. Liebe Leute, ich habe mir ja irgendwann mal gesagt, ich werde hier ehrliche Videos machen über mich, wie mein Tag so abläuft. So sieht man aus, wenn man am Ende mit seinen Nerven war. Wenn alle Lichter im Kopf ausgegangen sind, dann sieht man am Tag danach so aus. Und das, was los war, erzähle ich euch gleich. Dann fangen wir mal an. Was ist eigentlich passiert? Zuerst. Hier, ich bin im Vollbesitz meiner geistigen Fähigkeiten für alle, die jetzt hier denken, hier, die Alte, die tickt wieder nicht sauber. Kann ja möglich sein. Also, gestern, nachdem ich das Video für euch aufgenommen hatte und dann noch eben zusammengeschnibbelt hatte, habe ich mich ins Bett gelegt und hab so wie immer, ich mache halt immer meine Reportagen da an, so zum Einschlafen und zum Abschalten. Und dann kam da halt eine Reportage in dieser Autoplaylist, die mich so richtig getriggert hat. Da ging es um Verbrecher, die im Knast sitzen und die Kinder haben. Und so, gestern war ja sowieso schon so dieser Tag abends, wo ich halt so auf dieses Thema, gekommen bin, was ich halt nicht habe. Na? So, ich bin mit diesem Thema konfrontiert worden gestern wieder, was mich so plagt, dass ich gerne eine Mama wäre. Und mich hat das so getriggert, zu sehen, dass Menschen, die so viel Böses getan haben, das haben, was ich nicht habe. So. Ich bin kein neidischer Mensch, ne? Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Aber es hat mich einfach getriggert und ich war fix und fertig und ich habe auf einmal wieder nur alles gesehen, was ich nicht habe. Ich habe das gesehen, was ich nicht habe. Und ich war gestern einfach so empfänglich für diesen. Gestern war ich einfach so empfänglich für diesen Trigger und ich hätte es besser wissen müssen. Und einfach abschalten müssen. Punkt. Habe ich nicht getan. Und das hat dann dazu geführt, dass ich aus allen Wolken gefallen bin. Ich habe so geweint, bis ich keine Luft mehr bekommen habe. Mir ging es so schlecht, ich war so voller Wut und Verzweiflung und da war kein. Die Lichter waren aus. Ich habe dann 2 Stunden ungefähr mit Schlacki geredet. Das hat 2 Stunden gedauert, bis ich wieder angekommen bin in mir selber. Bis ich wieder mein Denken zurück hatte, so gefühlt. Versteht ihr? Wahrscheinlich verstehen das einige nicht, aber ich möchte das einfach gerne erzählen,
Auch wenn das ein bisschen komisch ist. Aber ich zeige ja auch meine Stärken und darum muss ich halt auch meine Schwächen zeigen, weil sonst wäre ich nicht ich, weil ich ehrlich bin. Ich war einfach so froh, dass ich Schlucky hatte, der mir so viele schöne Sachen gesagt hat. Dass ich aufhören soll zu sehen, was ich nicht habe. Und mir daraus ein Bild zu malen mit Vorstellungen, das wunderschön ist. In der Vorstellung dieses Bild, versteht ihr? Der hat immer so tolle Metaphern. Ich soll halt einfach aufhören damit. Mir in der Vorstellung ein Bild zu malen, was wunderschön ist, was aber eine Illusion ist und von dem ich gar nicht wüsste, ob es wirklich so schön ist, wie ich es mir ausgemalt habe. Und ich soll einfach sehen, was ich bin. Und das ist so viel, hat er gesagt. Er hat so viele liebe Worte gesagt, aber die möchte ich jetzt hier nicht sagen, weil die behalte ich für mich. Und das entschuldigt. Es ist einfach gestern Abend schwierig gewesen für mich. Ich bin froh darum, dass diese ganzen Gefühle endlich mal wieder raus sind aus mir. Es war auch wichtig, dass diese Gefühle einfach mal rauskommen. Aus mir, aus meiner Seele und auch, dass ich über all diese Dinge mal wieder reden konnte. Das gehört halt einfach manchmal dazu. Manchmal müssen diese Dinge raus. Und ich verstecke die nicht vor euch. Ich schäme mich nicht dafür. Es kostet jetzt hier ein bisschen Mut, weil potenziell könnte das ja auch mein nächster Arbeitgeber hier sehen oder so. Versteht ihr, wie ich meine? Aber ich möchte euch das mit euch teilen. Dass halt einfach manchmal Momente gibt, wo ich halt auch schwach bin. Wo meine Nerven am Ende sind. Wo ich einfach gerade mal negative Dinge fühle. Früher in akuten Phasen. Das ist halt dann vielleicht auch noch immer so ein hormonabhängiges Ding, war das noch viel, viel schlimmer. Da hatte ich das nicht alle Jubeljahre mal, diesen Nervenzusammenbruch, da hatte ich den oft. Oft. Da war ich die, die immer lacht und abends im Bett gelegen hat und sich die Augen ausgehöhlt hat und keiner das wusste, wie ich das für mich heimlich gemacht habe. Ja. Jetzt kommt er ab und zu mal vor, dieses Thema. Was nicht leichter wird, aber ich habe so viel mehr. Vor allen Dingen habe ich einen ganz, ganz tollen Partner. Der sich das immer anhört. Und so tolle Dinge zu mir sagt. Mich an der Hand nimmt und wieder abholt. In die Wirklichkeit. Und das ist auch so viel wert. Na? Das ist sehr viel wert, das ist ganz kostbar. So, jetzt habe ich das auch mit euch geteilt. Und jetzt ist gut. Es ist schön, dass ich so bin. Und das möchte ich so sehen.
Ja. Aber ich bin auch nur ein Mensch und ich möchte nicht so sein wie einige andere, die euch immer nur das Lächeln zeigen. So. Das ist vielleicht auch wichtig für mich, dass ich das mal so dokumentiere. Und ich lasse euch daran teilhaben. Und das wird dann das erste Video, wenn hier irgendwelche beschissenen Kommentare kommen. Leute, die werde ich euch alle weglöschen. Man weiß ja nie, wer das sieht. Die werde ich alle weglöschen, weil das sind dann Leute, die hier diese nicht mehr alle haben. Die es nicht wert sind. Die werde ich weglöschen und blockieren. Punkt. Kündige ich an, weil ich das ja sonst nicht mache. Sonst lasse ich ja auch Kritik stehen. Ne? Weil auch Kritik wichtig ist. Hier wird das anders sein, die werde ich hier weglöschen. Weil es nämlich sein kann, dass andere Leute, die vielleicht auch so ein Problem haben, das vielleicht sehen, sich vielleicht Inspiration oder Denkansätze holen wollen und dann lesen die von irgendwelchen Spinnern die Kommentare und fühlen sich schlecht und das möchte ich nicht. So. Morgen ist ein neuer Tag. Morgen kriegt ihr ein neues Video mit einem anderen Thema, von dem ich jetzt noch keine Ahnung habe. Aber das musste jetzt raus an euch alle. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Seid nicht traurig oder so, macht euch keine Sorgen, es geht mir gut. Ich bin einfach erleichtert, dass das raus musste und ich bin gerührt von Schlocki, wie lieb er ist. Was der eigentlich für ein toller Mann ist. Und dass ich so stolz darauf bin, dass er mein Mann ist. Auch wenn er noch nicht der Mann ist, der mir den Ring an den Finger gesteckt hat. Aber wisst ihr was, das ist scheißegal. Weil der macht so viel mehr. In allen Lebenslagen für mich. So, und jetzt wünsche ich euch was, ne? Bis morgen, ja?